Wir machen einen Hip-Hop-Raum, einen Ballettraum und ja, zwei andere Zimmer. Alles klar. Badezimmer sind einfach irgendwie immer zu klein. Man hat immer eine Sache, die da nicht reinpasst. So, bei mir ist es jetzt Toilette, aber kann man nichts machen. Und wir gucken auf die Zeit. Uff. Uff, was passiert da? Uff. Ey, wir haben einfach jetzt noch 3 Minuten. Hey Leute! Was geht? Katja hier mit... René, hallo! Hallo René, wir sind wieder zu zweit in Toca Boca und es war schon so... Warte mal, wann waren wir das letzte Mal? Also, du und Claudia waren letztens einmal, aber ich glaube, dass ich in Toca Boca am Einrichten bin, das ist jetzt schon ordentlich lange her. Das ist schon ordentlich lange her, genau. Also so, dann hat man wieder Zeit. Genau, ja, es ist wieder Zeit. Wir bauen heute Tauschstudios. Ganz genau. Ja, also ich glaube, vielleicht macht es mehr Sinn, dass wir das mit Ellie machen, weil ich glaube, sie kennt sich da aus. Ja, also wir bauen das und Ellie kann dann kommen und da drin tanzen. Ich weiß zwar nicht, wie die das schaffen will, mit einer Tokaboka-Figur da drin zu tanzen. Oder wir müssen so ein Greenscreen-Video von Ellie machen und fügen sie dann da ein. Das ist natürlich auch eine Option. Leute, wenn ihr es sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt es in die Kommentare. Ja, okay, also wir haben, glaube ich, beide Downtown-Loft jetzt mittlerweile, ne? Genau. Wir hatten ja gerade schon gesagt, bevor wir das Video gestartet haben, Downtown-Loft macht einfach am meisten Sinn, weil es sieht halt irgendwie sowieso schon aus wie so ein Tanzstudio. Es ist richtig riesig, da kann man richtig viel reinpacken und so. Und ich würde mal sagen, wir können jetzt auch sofort starten. Ja! Sollen wir ein Zeitlimit machen? Sollen wir... Ich glaube, das kriegt man relativ schnell hin. Schneller als andere Sachen. Sollen wir einfach 10 Minuten wieder sagen und dann mal gucken? Boah, nee. Können wir 20 sagen? 20? Ja, 15, okay. Ich wollte gerade sagen, einigen wir uns in der Mitte. 15. Ich will ja auch mal irgendwann fertig werden. Ja, okay, 15 ist in Ordnung. Okay, los geht's. Los geht's. Also, ich fange mal mit dem Boden an. Das ist ja schon mal relativ einfach. So bei Boden, finde ich, hat man schon irgendwie so eine Vorstellung, wie ein Boden in einem Tanzstudio so aussehen sollte. Das muss ja so ein ganz besonderes Parkett sein. Ich bin jetzt schon tatsächlich am einfach nur, ich weiß nicht, was ich mache, ehrlich gesagt. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich mache alles so richtig so nach der Reihenfolge quasi. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist, aber ich mache alles nach der Reihenfolge. Was ist denn für dich die Reihenfolge bei einem Tanzstudio? Ja, ich meine von links nach rechts. Und ich gucke erstmal so, was ich hier alles bauen kann und so. Also im Sinne von zum Beispiel, weiß ich nicht. Also am Anfang mache ich so eine Entrance, wo man so die Sachen ablegen kann. Genau. Und dann gucke ich halt auch nur, was ich da noch machen kann. Was machst du schon? Ja, ich bin gerade dabei mit den Spiegeln, dass so ein bisschen so eine Spiegelwand... Ah, okay, das sieht besser aus. Man kann ja leider, es gibt ja die neuen Spiegel, aber man kann die leider nicht so anordnen, dass das jetzt so ein, also so ohne Unterbrechung so ein riesiger Spiegel ist. Ja. Das wäre nice gewesen. Ja, aber leider gar nicht. Ah, nein. Boah, was habe ich hier vor? Warum tue ich das jetzt? Es ist so, wir haben 15 Minuten. Was macht Katja? 12 Minuten davon den ersten kleinen Raum einrichten, so ein Badezimmer. Ist so. Also ich mache gerade noch kein Badezimmer. Ich mache aber das Entrance sozusagen. Sieht nicht gut aus, aber ist es mir egal. Hoffentlich sieht es dann irgendwann mal später gut aus. Ich glaube, ich mache das so. Das sind ja 4 Räume im Downtown Loft. Wir machen einen Hip-Hop-Raum, einen Ballettraum und... Ja, 2 andere Zimmer. Alles klar. Du hast ja da richtig coole Ideen. Natürlich. Seit wann? Seit immer. Ich denke nicht so wirklich, dass es stimmt. Doch. Ich glaube, ich baue noch... Ja, okay. Ich müsste vielleicht anfangen, so ein Tanzstudio wirklich zu bauen, weil ich war gerade so, ja, ich könnte ja hier so noch das hier machen und das hier machen und ich bin so, ja, Katja, ich glaube, du hast nicht so viel Zeit. Ja, aber ich bin gerade aber auch an 1000 verschiedene Böden als Badezimmer auszuprobieren. Irgendwie sieht keiner so richtig gut aus. Vor allem, ich habe jetzt den zweiten Raum so als Badezimmer, oder nicht Badezimmer, sondern eigentlich so Umkleide ausgewählt. Mhm. Das wird hier aber ein bisschen eng, wenn da wirklich ganz viele Leute kommen zum Tanzen. Aber egal. Egal, dann müssen die hier auch noch ein bisschen quetschen. Oh, jetzt brauchen wir so eine Theke. So eine Theke wie in so einem Fitnessstudio, das wäre, ja. So eine Theke, wo man so noch so was zu essen kaufen kann? Ja, oder einfach, wo die Leute, die da arbeiten, dann so Hallo sagen können, ne? Mhm. Aber die gibt's hier leider nicht. Ich glaube, die gibt's hier nicht. Also es gibt natürlich viele Esstische, aber nicht so eine richtige Theke, aber egal. So eine Theke gibt es auf jeden Fall, glaube ich, schon. Meinst, oder? Ja, meinst du diese pinken mit dem weißen Belag? Jo, aber... Oder diese... Ja, okay, es gibt ein paar, aber jetzt so keine, die erstens so also hoch ist und zweitens keine, die jetzt so richtig schön aussieht, finde ich. Du bist ja auch einfach nur... Du hast einfach nur so richtig Standards. Was für Standards? Standards hast du so. Standards? Ja, das war die Zeit. Boah, schon gut Zeit weg.
Wie viel ist die Zeit weg? Ist es viel Zeit weg? Ja, jetzt ungefähr 5 Minuten. So ein Drittel ist jetzt weg. Hast du auch schon diesen Smoothie-Kühlschrank gesehen? Diesen kleinen? Habe ich, ja klar. Der sieht mega cool aus, aber wenn ich mich jetzt gerade nicht vertue, dann kann ich den einfach nicht auf den Tisch oder an der Wand stellen. Du kannst ihn nicht auf den Tisch oder an der Wand stellen. Das kannst du wirklich nicht. Du kannst den einfach nur irgendwo draufstellen. Ja, aber ich jetzt gerade bei der Theke kann ich ihn auch nicht draufstellen. Bei der Theke? Welche Theke hast du jetzt genommen? Ja, so eine pinke halt. So eine pinke halt. Ja, aber was ist welche denn? Ja, egal. Wirst du ja nachher sehen. Ja. Ich muss mich gleich nochmal um das Kühlschrankproblem kümmern. Erstmal so, weißt du, so Tanzschule, Kühlschrank. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, man muss ja, wenn man da ankommt so, ne, und da ist so ein Kühlschrank mit Smoothies, ist schon wichtig. Ja, ich bin gerade auch so dabei, so, ich weiß jetzt nicht, was man so alles braucht im Tanzstudio. Ach so, ich weiß, was ich hier mache. Oh mein Gott, ich bin so gut. Oh, das passt rein. Das ist wunderschön, dass es reinpasst. Nein, das passt nicht mehr rein. Oh nein. Okay, das muss jetzt so eine braucht ihr eigentlich so eine Bank wie in so einer, ja, wie halt in so einer Umkleide. Aber auch das gibt's irgendwie nicht. Da muss wohl nochmal das Sportverein-Update kommen bei Toka Boca. So eine Umkleide? Ja. Was meinst du mit der so einer Umkleide? Ja, so eine Bank, so wie in der Schule, in der Umkleide, wo man sich halt draufsetzen müsste zum Umkleiden. Es gibt, glaube ich, ja bei der Bank. What? Aber auch so eine? Ja, das bin ich mal gespannt. Dann sehe ich ja gleich bei dir. Ah ja, ich habe es noch nicht tatsächlich auch gehabt, aber ja, okay, alles klar. Dann siehst du es bald bei mir. Badezimmer sind einfach irgendwie immer zu klein. Man hat immer eine Sache, die da nicht reinpasst. So, bei mir ist es jetzt Toilette, aber kann man nichts machen. Ja, das stimmt. Irgendwie hat man ja wirklich diese Sache so, ja, da passt ja irgendwie auf jeden Fall was nicht rein und so. Und man weiß so, man denkt so die ganze Zeit so, hä, warum ist das denn? Warum passt da jetzt wieder nichts? Kann ich den Kühlschrank vielleicht auf dem Wandregal? Also ich brauche jetzt hier erstmal Zeit für meine Kühlschränke. So alles andere, so der Raum zum Tanzen oder so weiter, das ist ja alles unwichtig. Wichtig ist, dass der Kühlschrank oben steht. Nee, geht aber auch nicht. Hast du einen Tanzraum eigentlich schon gemacht? Nö. Ich wollte tatsächlich auch schon so, auch so mit so einem Badezimmer oder noch irgendwie so anfangen. Und da war ich so, warte mal, nee, ich muss erstmal, glaube ich, ein Tanzstudio machen, weil das wird ein bisschen komisch sein. Ja, es ist halt, dann ist halt schon irgendwie der Hauptzweck von einem Tanzstudio, dass da auch ein Tanzraum ist, ne? Ja, so ein bisschen. Irgendwie habe ich mir gedacht, nee, die anderen Sachen sind wichtiger. Aber ich frage mich auch, also ich habe jetzt hier so einen Raum gemacht mit einem entsprechenden Boden und Spiegeln und so weiter, aber ich frage mich auch, was muss da jetzt noch rein? Ich weiß jetzt ehrlich nicht, warum du es nicht gefunden hast. Also ich habe hier auf jeden Fall so eine Umkleidebank. Also es sieht vielleicht nicht unbedingt so aus, wie du es sehr wahrscheinlich haben wolltest, aber... Vielleicht haben wir jetzt sogar dieselbe, weil ich habe da jetzt auch so eine gefunden, die in die Richtung geht. Es gibt auch so ein Tischchen, was so richtig ähnlich ist. Also richtig ähnlich ist wie so eine Bank. Deswegen glaube ich, ich stelle das hier hin so. Ist total komisch, aber es sieht gut aus. Ich bräuchte vielleicht noch ein paar Klamotten oder so. Und ich weiß noch, was ich hier drauf packen könnte. Ja, das sieht doch gut aus. Nein, aber egal. Wir ignorieren das. Boah, es ist aber echt irgendwie schwieriger, als man sich dachte, weil ich dachte eigentlich auch so, okay, Tanzstudio easy, ne? Weil man braucht ja eigentlich nur einen großen Raum, wo getanzt wird und eine Umkleide mit ein paar Waschbecken oder so. Aber irgendwie... Das wird hier gerade noch nicht so das, was ich mir vorstelle. Irgendwie gar nicht, ne? Ich mache jetzt tatsächlich, glaube ich, das typische Toilettenzimmer bei mir, was ich auch schon so immer gemacht habe. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe. Ich denke mal, das sieht auch gut aus. Ich mache jetzt schon mal so einen Raum mit Leuten, die da arbeiten. Es gibt mir schon mal das Gefühl, dass so ein bisschen was fertig ist. Lichter an, ja. Hauptsache, sieht so etwas aus, als ob da irgendwas läuft. Ja, tatsächlich. Das ist schon mal nicht mehr ganz so schlimm. Ich guck noch, in welchen Farben ich das alles noch gestalten möchte. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ich glaube, ich nehme die Farben. Mann, jedes Mal, wenn man diesen Smoothie-Kühlschrank umstellen will, dann nimmt man da nur so einen Smoothie raus. Will ich nicht. Ja, das weiß ich tatsächlich. Das ist wirklich nervig. Man möchte doch keinen Smoothie. Ja, also das möchte ich auch, aber dann erst, wenn ich fertig bin mit einbauen. Okay, so, Anfangsraum ist fertig. Und wir gucken auf die Zeit. Oh, uff. Uff, uff, uff. Uff, was passiert da? Uff. Ey, wir haben einfach jetzt noch 3 Minuten. Ah! Ah! Was? Nein! Das geht nicht. Ja, okay, ich gebe zu, vielleicht hast du recht, vielleicht waren 20 Minuten echt besser. Da sollen wir doch noch ein bisschen Zeit lassen. Ja, dann machen wir einfach, ja, machen wir so dazwischen, dann sagen wir einfach, wenn die Aufnahme bei 20 Minuten ist, wir haben ja nach 2 Minuten Aufnahme ungefähr angefangen, wenn die Aufnahme bei 20 Minuten ist, dann ist Schluss. Okay, alles klar. Dann haben wir jetzt noch über 5 Minuten, das muss reichen. Ja, das muss auf jeden Fall reichen. Wir hoffen einfach mal, dass das reicht. So, ich weiß, also ich war tatsächlich in meinem Leben, glaube ich, nur in einem Tanzstudio. Ich war da nicht oft. Sorry, Ellie. Deswegen
also so wie ich das jetzt, ich mache das jetzt so, wie ich das eigentlich auch hatte. In meinem Tanzstudio, also nicht in meinem Studio, sondern im Tanzstudio von meiner Schwester, gab es auch so eine kleine Küche und so ein kleines Restaurant tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, ob es in jedem Ding ist, aber das war so halt so für, aber das war so quasi für die Leute, die halt gewartet haben und so, für die Mütter und so vielleicht. Also so eigentlich sehr süß und so, deswegen mache ich jetzt das auch hier. Ich mache hier einfach nur so ein kleines Tischchen, wo man sich dann immer hinsetzen kann und hoffentlich sieht es dann auch gut aus. Wie ich einfach nur, weißt du, das Ding ist, ich habe tatsächlich in dem ersten Video, als ich dieses Update angeguckt habe, habe ich so gesagt so, oh, ich werde nichts benutzen, außer die Sachen aus diesem Update. Und irgendwie stimmt es wirklich. Ich benutze wirklich nichts, außer diese neuen Sachen. Ja, okay, aber bei neuen Sachen, da ist man auch einfach hyped, dass die da sind und dann will man auch einfach nichts anderes benutzen, ne? Ja, ist so. Weil die anderen Sachen, wenn man so wie wir schon so 1000 Einrichtungsvideos gemacht hat, dann kennt man halt auch alles irgendwann zu gut. Ja, irgendwie schon. Jetzt mittlerweile denke ich mir einfach nur so, boah, ich benutze aber wirklich nur die Sachen, nur die neuen Sachen. Nur, das ist jetzt wirklich, die Küche ist einfach nur aus den neuen Sachen. Ja, aber das neue Update ist auf jeden Fall noch cool. Aber was mich gerade echt richtig triggert, es gibt hier aber definitiv keine Stange wie beim Ballett. Doch. Ja? Bei den Spielzeugen. What? Guck mal, was da alles gibt. Ich hasse das immer, wenn man denkt, es gibt was nicht und dann kommst du wieder und sagst so, ja, doch, natürlich gibt's das. Guck doch mal da und da. Bei dem Auto, bei dem kleinen Auto, da gibt's so ein kleines Ding, so eine Stange. Tatsächlich. So, Pflanzen. Habe ich genug davon? Nein. Da gibt's keinen genug. So, jetzt kommt die Detailarbeit. Dafür haben wir jetzt noch 2 Minuten. Ah! Oh Gott, was für 2 Minuten? Kann doch nicht wahr sein. Ich habe keine Bilder. Ich muss schöne Bilder hier doch hinpacken, damit es noch ein bisschen schöner aussieht. Ja, würde ich auch gerne, aber dafür wird bei mir, glaube ich, keine Zeit mehr sein. Dass es schöner aussieht? Na, dafür natürlich. Das war es von Anfang an, aber für Bilder meine ich. Bilder ist, glaube ich, auch das Einfachste, was du wirklich machen kannst. Ja, klar, die kann man eben da so schnell hinklatschen. Aber ich meine jetzt so Detailarbeit, dass man sich so wichtig aus nur so viel Zeit nimmt und guckt, welche Bilder man reinnimmt. Eine Minute. Ja, okay, es ist okay. Aber das neue Update ist wirklich, ist es gut, dass wir das Video jetzt machen? Ja. Weil das neue Update ist wirklich perfekt dafür. Ja, habe ich ja gesagt. Ich wollte es erst nicht glauben, aber ja, hat es mal recht. noch so ein Hotdog, noch so ein Hotdog, noch so ein Hotdog. So. Der ist ganz wichtig. So, jetzt bräuchte ich Leute. Leute, 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 Leute. So, wir haben noch knapp eine halbe Minute. Ich brauche jetzt noch Leute, die aussehen, als ob die hier zum Tanzen gekommen sind. Ah, krass. Was denn? Die Leute bewegen sich ja sogar. Auf so eine Yogamatte. Genau. Ja. Ja, guck mal. Müsstest vielleicht mal gucken, was es für alles für Updates gibt, ne? Nee, ich lass mir das lieber von dir erklären. Ach, und bei der Ballettstange, ja, das ist also. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Es ist so krass, was es für Details in Tokaboka gibt, die man einfach erst später sieht. Ja, ich bin gerade auch schon so, wow. Wie viel Zeit haben wir noch? Gar keine mehr. Wir sind jetzt noch nicht fertig. Ach so, nein. Ja, okay, also, alles gut. Also bei mir ist es auch so, ich hätte gerne noch mehr Zeit, aber es geht am Ende. Also es ist, glaube ich, vorzeigbar. Deswegen, bist du auch fertig, oder? Ja, ich bin fertig. Es sieht eigentlich bei mir ganz gut aus. Also, ich mag es eigentlich total. Ich mag es total. Okay, willst du anfangen mit zeigen? Ja, gerne. Dann zeig mal her. Also hier kommt man quasi bei mir rein. Ja, ist bei mir ja, auch so. Ja, so, das ist meine Umkleidekabine, die man halt ja hier sofort... Oh ja, okay, sieht schön aus. Aber was sind das für Ziegelsteine auf dem Boden? Ist das ein Teppich? Ja, ich tue so, dass es einfach ein Teppich ist. Weiß ich nicht. Aber sonst sieht schön aus, ja. Ja, du bist ein Hater, das ist mir auch total egal. Also, ja, natürlich. Badezimmer, also so ein bisschen so eine Toilette. Ja, das muss man auf jeden Fall haben. Schön mit Pflanzen, weil warum auch nicht. Dann habe ich dann... Ja, es ist auf jeden Fall eine schlaue Entscheidung gewesen, das zu trennen. Ja. Also... Badezimmer und Umkleidekabine. Jetzt habe ich hier tatsächlich mein Tanzstudio. Das ist kein Fitnessstudio, das ist mein Tanzstudio. Schön mit den wunderschönen Sachen. Hier, warum steht hier eigentlich gerade so? Die war doch so. Hä? Das ist wichtig, dass sie sich vernünftig entscheiden lassen. Ja, genau so, alles klar. Die sind auch happy eigentlich. Ich weiß nicht, warum die nicht happy sind. So, jetzt sind die happy, okay, alles klar. Und hier tatsächlich habe ich so eine kleine Area, wo man einfach nur was essen kann. Wow, ja, die sieht schön aus. Dankeschön, dankeschön. Ja, eigentlich nichts mehr. Warum sind die alle so happy? Ja, ich bin überrascht, wie viel du geschafft hast in der Zeit. Normalerweise hättest du den ersten Raum in 20 Minuten geschafft. Ich weiß. Aber das ist wirklich sehr, sehr schön. Mittlerweile bin ich viel schneller geworden. Viel, viel schneller. Und ich meine, ja, also ich bin eigentlich damit richtig zufrieden. Das sieht richtig gut aus. Also so und. Ja, nee, also
No joke, ich würde gerne eigentlich haten, aber ist tatsächlich sehr, sehr gut geworden. Wie süß ist das denn? Du würdest gerne haten, aber du kannst nicht, einfach nur weil es gut ist. Aber da geht, da ist schwierig. Ja, okay, ich möchte jetzt deins sehen. Ich möchte jetzt sehen, was du für mich hast. 50.000 Jahre später. Ich geh mal ganz schnell anfangen. Oh, du hast aber total andere Farben, richtig cool. Ja, ich habe so ein bisschen gemischt. Also der Eingangsbereich ist so schwarz-grün gehalten, außer das Pink hier. Genau, also das ist eigentlich nur Eingangsbereich, wo man sich anmelden kann, weil das muss man ja auch irgendwie machen können. Dann haben wir hier das Badezimmer. Das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, aber man kann sich da duschen und sich die Hände waschen, aber immerhin. Aber gibt es eine Toilette, also so ein Klo vielleicht? Wenn man, Also muss man halt anders muss man, überlegen, ja, alles klar, ja, das ist also, passiert. Ja, halt. Ist auch überbewertet. Dann haben wir hier, ganz schnell weiter weg vom Badezimmer, dann beginnt halt hier der Hip-Hop-Raum zum Tanzen. Richtig cool, Ja, also man merkt schon, wir haben das ja ähnlich aufgeteilt, also auch, dass dann hier so das Tanzen beginnt, aber ist ja auch irgendwie, also klar, weil es macht einfach Sinn, bei dem Downhill Love das so zu machen. Ja, genau, dann hier noch so ein paar Sachen, was ich mich jetzt frage. Es ist ein Trampolin. Warum, wusstest du nicht, dass es das ist, oder wusstest du nicht, dass die jetzt springen? Ich dachte es mir schon, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, deswegen wollte ich einmal checken, ob die auch wirklich springen. Bei den Yogamatten gibt es halt drei Levels. Und hier zum Beispiel auf dem einen Level stellst du dich so hin, auf dem anderen Level legst du dich hin und auf dem anderen Level sitzt du einfach nur. Hier, und hier sitzt du. Ah, ja. Ah. Mm. Hier. Wieder was gelernt. Und die sind richtig baggy, also so richtig, also die buggen die ganze Zeit rum und so. Also wenn man zum Beispiel so eine Yogamatte in der Hand hat, dann kann man irgendwie so vielleicht versuchen, irgendwie so, da fliegt der Charakter irgendwie weg und so. Es gibt auf jeden Fall sehr coole Sachen, wie man das damit machen kann. würde ich nachher nochmal ausprobieren. Ja, ich gehe mal weiter, genau. Und hier ist der Ballettraum, so ein bisschen dezenter und schlichter gehalten. Schön, dass du es alles dunkel machst, aber ich weiß es nicht. Sind Tanzstudios eigentlich immer so richtig hell? Ja, in meinem aber nicht. Das ist der neue Style. Die sind aber alle noch nicht so wirklich froh einfach nur Ballett zu machen. Ja, ich wollte gerade sagen, normalerweise sind die natürlich alle happy. So, weil die in meinem Ballettstudio angemeldet sind. Jetzt sind die so, oh mein Gott. Die möchte jetzt nicht, also okay. So, genau, die ist glücklich, obwohl sie keine Toilette hat, aber sind alle glücklich. Trotzdem glücklich. Sind alle glücklich. So. Ist klar. Ja. Also, das war's eigentlich auch. Sieht sehr gut aus. Also, ich bin da auch richtig. Also ich meine, es ist auch mega. Also, ich kann auch wirklich nicht, ich kann auch wirklich nichts dazu sagen. Also, es ist, also für deine Verhältnisse ist es schon richtig gut. Oh, danke. Gerne. Ja, ich glaube, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir beide 20 Minuten hatten und nicht 10, weil dann wäre das, glaube ich, hier ein bisschen anders geworden. Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, wir hatten sehr viel Zeit, wir hatten sehr viel Kreativität auf jeden Fall. Also, deswegen ist es auch alles ganz gut gelaufen. Und Leute, also, ihr könnt auch gerne unten in die Kommentare reinschreiben, welches Tanzstudio euch besser gefällt. Also das von René oder das von mir. Und könnt ihr auch gerne abstimmen. Warum auch nicht? Und ich würde mal sagen, Leute, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo da. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ja, tschüss.